Alter, was für ein Wallhack oder Aimbot oder was auch immer haben die denn? Die können einfach mal so durch die durch den Rauch durchschießen und wissen, dass du da bist. Metal 01, wie ist Ihr Status? Haben Sie den Präsidenten gesichert? Negativ, Overlord, aber wir haben das Mädchen. Wir bereiten ein Evakuierungsteam vor. Suchen Sie weiter nach dem Präsidenten. Sie will etwas sagen. Sie sagt Ihr Vater. Dann gehen wir da jetzt wirklich mal hin. Würde ich auch sagen. Auf dem Laufsteg? Oh, will er jetzt modeln oder was? Bei Germany's Next Top Models. Mann. Ich kann nicht mal mehr reden. Komm, Laufsteg. Komm. Und abseilen. Oh ja, jetzt muss ich einen richtig abseilen. Und, oh, ja, Mann, richtig einen abseilen. Wie kommt der eigentlich so schnell hier runter? Wie schnell ist denn dieser Aufzug? Ist der irgendwie 100 km/h in der Minute? Schnell oder was? So schnell wie der hier unten war auf einmal. So schnell ist doch nie im Leben irgendein Aufzug. Oder habt ihr schon mal einen Aufzug gesehen, der, wenn ihr da seid, sofort, also wenn ihr das, wenn ihr ihn ruft, dass der sofort da ist? Und dann in der nächsten Sekunde, okay, nicht in der nächsten Sekunde, aber innerhalb von ein paar Sekunden dann sofort unten, irgendwie ein paar Stockwerke unten seid. Also ich kenne da keinen Aufzug. Ich kenne nur Aufzüge, die dauern etwas länger. Was? Ich hab nicht mal den Präsidenten getötet. Scheiß Wichser. Let's go. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Das dachte ich mir auch gerade eben. Hä, wie wollen die jetzt hier mit den Helis reinfliegen? Und uns zu evakuieren. Go! Doch, war doch klar, dass unser Heli abgeballert wird. Ah!
hinter mir bleiben. Wir machen das hier zusammen, Jungs. Keiner von uns darf sterben. Stirbt. Nein, Sandman. Nein. Der Präsident. Hallo, Mr. President. Nein. Sandman. Zu verkünden. An diesem historischen Tag treten die Vertreter zweier großer Nationen vereint vor sie. Krieg ist simpel. Angreifen ist das einzige Geheimnis. Trau dich, dann weicht die Welt zurück. Ein Kapitel, in dem wir für den Frieden ebenso viel. Wie schnell sie vergessen, dass allein der Wille eines Mannes schon die Welt verändern kann. Die unsere Existenz bedrohte. Wer ist da? Gefangener 627. Ich bin wegen dir hier, Makarov. Haben Sie es nicht gehört, Price? Der Krieg ist vorbei. Mein Krieg endet mit dir. So wie für Captain McTavish? Sagen Sie, Price, wie lange lag er im Sterben? Ich habe eure Welt Stück für Stück zerstört. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich sie finde. Da musst du nicht lang suchen. Das war eine echt harte Drohung von Price. Schafft uns Zeit. Nikolai, sind Sie in Ihrem System? Das dauert. Mein Arabisch ist etwas eingerostet. Sie wissen wohl, dass wir hier sind. Ich habe mich eingeklinkt. Makarov ist im Atrium im obersten Stock. Das ist es. Makarov kommt hier nicht lebend raus. Okay, wir sind jetzt als Juggernaut unterwegs. Das ist für Soap. Soap, wir rächen dich. Wir haben Ihre Aufmerksamkeit. Die zweite Welle wird jeden Moment kommen. Da kommen Sie. Genau nach Plan. Auf die Wagen feuern. Okay, also, wir haben hier einen Hacker am Start, der mit uns hier Krieg führt. Das heißt, wir führen auf jeder Ebene Krieg. Wir führen im Luftkrieg, wir führen auf dem Boden, wir führen im Meer und wir führen im Netz und generell so Krieg. Und wir führen natürlich auch Krieg. Als Juggernaut, ja, ich freue mich eigentlich, weil Juggernaut ist eigentlich ziemlich geil. Und vor allem, ich habe keinen Bock, weil wir jetzt halt so gut wie kaum verrecken können. Alter, okay, ich nehm's zurück. Alter,
warum hat er schon wieder so eine halbe Armee da drin? Hallo. Nee, hätte ich jetzt nicht gemerkt, dass der da ist. Makarov ist ins Restaurant im gleichen Stock. Er hat jede Menge Wachen dabei. Womit bekommen wir es zu tun? Mehr als 40 Soldaten, MPs und Sturmgewehre. Feindlicher Helikopter in Anflug. Einer will zum Dach. Vermutlich zu Makarov. Schieß ihn ab! Weiter feuern! Kann man nicht einfach den scheiß Piloten rausballern? Ja, super, dass während er mir sagt springen, der Aufzug sofort nach unten fällt und ich keine Möglichkeit mehr habe zu springen. Warte. Makarovs Helikopter ist eben gelandet. Er ist auf dem Weg dorthin. Er wird nicht entkommen. Vorsicht, sie errichten Barrikaden. Granate! Pass auf dich auf, Juri. Du bist ungeschützt. Mehrere Bedrohungen von rechts. Weiter so. Wir haben ihn fast. Alter, Alter! Alter, was haben wir für einen Schwachkopf als Partner? Ja. Lässt uns einfach mal von hinten abkratzen. Au. Alter, Alter. Alter, ich sehe die nicht mal. Ich weiß nur im Advent, wo sie sind. Aber wirklich sehen tue ich sie nicht. Nein, scheiß Shotgunner. Last Stand Noob. Hier habe ich doch gerade eben eine P90 gesehen. Da, P90. I love P90. Entweder bin ich einfach viel zu risikofreudig oder die Mission ist einfach kacke. Aber ich mag die Mission. Sie ist meine Lieblingsmission. Sie ist nicht ganz so scheiße wie andere. Aha. Mann. Bitte fickt euch. Fickt euch. Mann. Wenn wir ihn fast haben. Was ist das denn für ein verrückter Freak?